Fitte Knirpse. Happy Kids. Und Pilates sind nur drei von vielen Sportangeboten im Bereich Prävention. Hinzu kommt im Fitnessbereich noch das allseits sehr beliebte Nordic Walking. Das sind die wichtigsten Punkte, weshalb der TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf zu den Preisträgern gehört. Neben den zertifizierten Trainerinnen tragen aber auch die rund 1200 Mitglieder dazu bei, den Verein zu so etwas wie einer zweiten Heimat zu machen. Denn dass rund ein Fünftel aller in einem Ort lebenden Menschen demselben Verein angehören, ist nicht alltäglich. Natürlich ist das was Besonderes und wir sind auch froh, dass so viele Mitglieder in unserem Verein hier sich eingetragen haben. Und sie fühlen sich auch zum Verein zugehörig. Und das zeigt, dass wir auch mit unserem Breitensportangebot richtig liegen. Zu diesem Angebot gehört neben den traditionellen Sportarten auch der gemeinsame Eltern-Kindersport. Denn davon profitiert am meisten der Nachwuchs. Ich finde es sehr wichtig und ich habe immer wieder im Mutter-Kind-Turnen zum Beispiel viele, die mir sagen, sie merken unheimlich, dass die Kinder ganz viel Fortschritte machen, weil einfach da schon auf spielerische Weise ganz viel gemacht wird. Rutschen, klettern, einen Luftballon schmeißen, Wattebälle schmeißen und so weiter. Also, und da nehmen die ganz viel eigentlich schon mit. Und nicht nur auf die geistige Entwicklung hat dieser präventive Bereich viele positive Auswirkungen. Man merkt, denke ich, schon einen Unterschied, wenn jetzt ein Kind sportlich aktiv ist oder eben eins, das halt wirklich nichts macht. Und ich meine, mittlerweile ist ja, glaube ich, weiß nicht, jedes fünfte, jedes achte Kind übergewichtig. Und von daher, denke ich, schadet es, glaube ich, keinem da, sich sportlich zu betätigen. Doch natürlich werden nicht nur die Kleinen gefördert und gefordert. Auch die Damen und Herren im Verein genießen die Entspannung beim Pilates oder einem flotten Nordic Walk durch Wiesen und Wälder.